Hallo, ihr süßen Mäuse. Ich bin Silvi und ich dachte mir, heute muss was Besonderes her. Deswegen habe ich mir einen roten Lippenstift aufgelegt. Denn wir haben heute Finale. Finale bei Prince Charming. Das Ganze hier darf einfach nicht kaputt gehen. Vorher werde ich noch ein wenig die Folge 8 kommentieren, damit wir hier direkt mit wieder am Stissel sind. Und dann gibt es natürlich nächste Woche noch das Wiedersehen. Darauf freue ich mich tatsächlich fast ein bisschen mehr immer. Heute wird aber auch spannend, so viel kann ich euch sagen. Ihr könnt gerne diesen Kanal hier abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Falls ihr Paul im Hintergrund gehört habt, er hat gesagt, abonniert jetzt. Komm her! Sag den Leuten, dass sie mich abonnieren sollen. Paul hat's gesagt, Leute. So. Legen wir los? Ach so, Glocke noch drücken. Wenn ihr eine der Folgen nochmal komplett anschauen wollt, dann gibt es natürlich den Link zu TV Now wie immer in der Infobox. Lieber Thomas, manchmal führt nicht der direkte Pfad zum Ziel, sondern man muss ein paar Umwege gehen. Ich bin gespannt, ob du auch auf unerwarteten Abzweigungen eine gute Figur machst. Ich würde es Thomas ja eigentlich wünschen. Aber der Prinz und TV Now, die haben was anderes vor. Meine Eltern heute wieder zu sehen war bombastisch. Ich habe mich einfach unglaublich gefreut. Süß. Das sind also die Eltern vom Prinz. Wir wünschen uns für Kim einen Mann, der aufrichtig ist, ehrlich, treu. Ja, Kim mit Respekt behandelt. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil in der Vergangenheit hat nicht immer alles so gut geklappt in den Beziehungen. Und ich denke mal, er hat es auf alle Fälle verdient, einen Partner an seiner Seite zu haben, der ihm auch einen gewissen Respekt entgegenbringt. Ich habe in der Tat jede Person auf dieser Welt verdient. Oh, wow. Hallo. 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 Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Hi. Hi, Thomas. Ich bin Anja. Hi, Udo. Thomas, hallo. Hi. Wie geht's euch? Bitte. Hört sich natürlich das ganze Szenario auch noch an. Geil. Ich lieb's. Wow, okay. Also ich war erstmal geschockt. Ich hatte noch nie ein Einzeldate. Das wäre eigentlich heute das erste gewesen. Ja, schade Schokolade, ne? Jetzt ist er auch nicht da. Nein, jetzt hast du ein Date mit uns. Ja. Was auch sehr gut ist. Okay. Boah, ich glaube, mir wird richtig die Düse gehen, wenn die Eltern vor mir sitzen würden von dem Mann, den ich gut finden würde. Ich finde, das ist immer das schwierigste Treffen. Ursprünglich aus Thüringen. Mhm. Bin aber jetzt seit knapp 11 Jahren in Berlin schon. Oh, okay. Hab dort Modedesign studiert. Und arbeite jetzt auch für eine französische Modekette und habe auch nebenbei noch mein eigenes Label. Die Sachen, die ich mache, sind nicht so straßentauglich. Also es geht schon mehr in diese Bühnenkostüme und Musikvideos. Ich habe mit Lady Gaga schon zusammengearbeitet und habe sie eingekleidet. Und so in diese Richtung geht's. Also schon so ein bisschen over the top. Bei meinem Papa Radatz und Radatz und Radatz. Der Vater so, wer ist Lady Gaga? Der sorgt das auf wie so ein Schwamm. Also das Außergewöhnliches schaffen. Genau, das ist halt das, was mir Spaß macht. So dieses Over-the-Top-Sein. Weil das ist so mal ausbrechen auch aus dem normalen Leben. Okay. In meinen Augen ist Thomas ein kleiner Paradiesvogel. Die Mutter, finde ich, wirkt schon sehr skeptisch. So, als würde sie alles sehr auf Herz und Nieren prüfen wollen. So, Aber was mich jetzt mal interessieren würde, ist, was gefällt dir denn eigentlich an Kim? Finde ich gut, dass sie das fragt. Finde ich gut. Also ich muss halt ehrlich sagen, als ich reingelaufen kam in die Villa, war er ja noch ein Kandidat. Und mein Auge war direkt auf ihm und ich war so, nein, Thomas, er ist ein Kandidat, nicht ihn. Du musst auf den Prinzen gucken. Er war mir sofort im Auge, weil er hat einfach so eine krasse Ausstrahlung. Es ist wirklich, der lächelt dich an und du musst sofort mitlächeln. Und da geht einem einfach das Herz auf. Und ich kann das, glaube ich, jetzt hier auch einfach sagen, er hat ja auch einen sehr, sehr schönen Körper. Das ist sowas, was ich bei den Eltern nicht sagen würde. Selbstverständlich, ja. Und sobald ich mit ihm zusammen bin, ich bin halt immer super nervös am Anfang und so super schüchtern und bin immer so wie so ein kleiner Junge, so wie so ein 14-Jähriger. Ich merke das ja auch von ihm. Da ist einfach so ein Knistern, ne? So eine Spannung zwischen uns. Okay. Und generell das Dating in Berlin ist katastrophal. In Köln auch, Thomas, in Köln auch. Dort geht es halt viel, viel um Sex, einfach nur um Partys und Spaß haben. Ja, niemand will sich festlegen, niemand will was Festes haben. Das ist ein Generationsproblem. So, jetzt habe ich es gesagt. Das ist doch einfach unsere scheiß Generation, die sich einfach nicht festlegen möchte. Bei mir ist es wirklich, ich möchte eine monogame, feste Beziehung haben. Also wirklich so dieses klassische Modell einfach. Ja, und dagegen ist ja auch nichts zu sagen. Nein, richtig. Ja. Das findet Mutti gut. Ja, Post, oh Gott, und wir am Kochen.
Lieber Robin, mit deinem Charme verschaffst du dir sicher mit Links zu jedem Berliner Club Zutritt. Doch heute musst du an ganz anderen Türstehern vorbei. Ich hab eine Vermutung. Was denn? Ja, der Maurice, der riecht den Braten schon. Ich sag's nichts. Das wäre ja auch blöd. Ich könnte mir vorstellen, dass wir heute die Familie kennenlernen. Ich glaube, ich vermute was. Sag es! Aber ich spreche es nicht aus, nachher ist es das nicht. Naja, und on top wird sich Robin vielleicht dann auch möglicherweise nicht elterngerecht kleiden. Ihr wisst, was ich meine. Lass euch mal umarmen. Ja. Zum Schluss wollte ich sie dann eben auch umarmen, weil es so ein herzliches Gespräch auch war. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Und sehe mich dann auch schon bald am Kaffeetisch am Sonntag bei den Zweien. Ach, guck mal. Ich finde auch, der Thomas hat sich echt gut geschlagen, muss man sagen. Hallöchen. Hallo. Hallo. Hallo, hi. Robin. Hi, ich bin Anja, die Mama von Beide Kim. Beide Seiten. Beide hi. Seiten, hallo. Gut. Robin. Oh, Gottes Willen, ich hätte was anderes angezogen, wenn ich gewusst hätte, dass die so da sitzen. Denn ganz ehrlich, wie extra kann man sein? Robin einfach in Glitzershirt und Radlerhose. Ich dachte mir, um Gottes Willen. Ich finde, er sah in der Staffel schon weitaus mehr extra aus. Von daher finde ich das Outfit gar nicht mal so schlecht gewählt für die Eltern. Ich habe tatsächlich noch nie die Eltern eines Partners kennengelernt. Ich habe mich aber auch immer versucht, davor so ein bisschen zu drücken. Deswegen habe ich da immer, glaube ich, in meinem Kopf so eine Vorstellung, dass das alles ganz, ganz unangenehm werden könnte. Verstehe ich. Ich versuche das auch immer so weit wie möglich rauszuschieben. Also ich komme eigentlich aus Berlin, bin 23. Echt? Der Robin ist erst 23? Ich hatte das null auf dem Schirm, Leute. Ich dachte, der ist irgendwie so, keine Ahnung, 26 oder so. Ich studiere gerade Modemanagement auf Master. Mhm. Ich mache Musik nebenbei, also so ein bisschen Hobby und Leidenschaft zugleich. Schön. Und es macht mir auch alles Spaß, deswegen macht man es ja gerne. Sehr aufgeweckter, neugieriger, junger Mann. Die Mama ist begeistert von Robin. Ne? Die sagt gleich, er ist hier so ein aufgeweckter junger Mann. Die findet ihn gut. Hattest du schon viele Beziehungen, feste Beziehungen? Feste Beziehungen, sage ich mal 2 bis 3. Das einzige Problem ist bei mir bloß immer, ich habe es nie wirklich wahnsinnig lange hinbekommen. Also das längste war immer so rund um ein halbes Jahr. Wie schaut es bei dir aus mit der Treue? Ich bin, was das angeht, sehr offen. Ich glaube, das ist ja im homosexuellen Kontext auch oft so ein Thema. Wie sieht das aus, offene Beziehung oder nicht? Ich bin da tatsächlich ganz offen. Ich könnte mir das auch mal vorstellen, wenn der Partner das möchte, es in irgendeine Richtung zu öffnen. Aber an sich ist für mich natürlich auch die klassische Monogamie auch ein Ding. Also okay. So ist es schon. Ich glaube, man redet sich sonst so eine Offenheit auch immer schön, aber ich glaube, wenn Gefühle im Spiel sind, ist es dann auch immer schwieriger, als man denkt. Ich glaube, man verletzt sich unglaublich schnell, ja. Robin kann sich einfach sehr, sehr gut ausdrücken, selbst bei so einem sensiblen Thema. Dir so an Kim, was magst du an ihm? Ich finde, ich bin tatsächlich so ein Humormensch. Ja. Und was ich an Kim so liebe, ist, man kann mit ihm die ganze Zeit so den Ball hin und her spielen. Es macht immer Spaß. Mhm. Und immer, wenn ich ihn sehe, ist es halt einfach schön, ihn zu sehen. Er ist ja natürlich auch eine Erscheinung. Und ja, diese Leichtigkeit, die dann auch irgendwie dafür sorgt, dass man so ein bisschen auch miteinander flirtet, das sage ich jetzt ganz offen, das ist halt das, was mich so fasziniert. Ja, schön. Und ich glaube, das wird den Eltern auch gefallen, weil er nicht so wie Thomas das Optische so hervorgehoben hat, sondern wirklich auf den Charakter eingegangen ist. Und wenn ich jetzt als Freundin da sitzen würde oder als Mutter oder als nahe Person von dem Prinzen, würde ich genau darauf achten, ob jemand auf den Charakterwert legt und wirklich auf die Person, Persönlichkeit oder ob es ums Optische nur geht. Gibt es vielleicht was, was du gerne wissen möchtest von Kim, was wir dir vielleicht beantworten können? Jetzt habe ich mich natürlich heute hier gar nicht vorbereitet darauf. Ist ja auch gut so. Ist dann, ja. Was mich interessieren würde, ist, ich hatte schon ein paar Mal mit Kim den Moment, dass es ihm wahnsinnig schwierig fällt, so Gefühle zuzulassen. Weil ich hatte auch schon den Moment, dass er dann von der Situation weggegangen ist. Mhm. Ob sie wissen, wo das so herkommt, ob das irgendwie schon immer so war. Weil manchmal wundert es mich so ein bisschen. Vielleicht hat das was damit zu tun, dass die letzten Beziehungen leider nicht so gut geendet sind. Und ich glaube, das hat ihn auch sehr enttäuscht. Ja. Und von daher ist er vielleicht auch ein kleines bisschen vorsichtiger geworden. Ich fand es ganz gut, dass Robin die Frage gestellt hat. Das zeigt, er möchte anfangen zu verstehen. Er möchte mich verstehen. Jetzt zu Maurice. Ja, mein.
Oh, das ist, also das mit dem Stein, Leute, das ist kitschig und so. Aber ich find's halt mega cute. Ich find's. Wie es über die Quelle des Ursprungs kann man Steinherzen manchmal zum Schmelzen bringen. Das gibt Maurice halt so ein bisschen was Besonderes, ne? Hi. Hallo. Ich bin Anja. Ich bin der Maurice, da ich direkt. Ja, natürlich. Ich bin Kims Mama. Hallo, ich bin Udo. Ich bin der Maurice. Ja. Kims Vater. Aufgeregt? Ja. Nein, musst du nicht. Die Eltern lernt man auch nicht alle Tage kennen. Maurice schnauft schon so, als wäre er so sicher, okay, jetzt lernt er die Eltern kennen vom zukünftigen Freund. So wirkt es. Ja, also ich komme aus Köln, bin das Küken in der Runde, ich bin 22 Jahre und arbeite im Versicherungsbereich, also auch im Vertrieb, ähnlich wie Kim. Und ja, jetzt ist hier das große Abenteuer und ich habe lange darauf gewartet und eigentlich im Moment das, glaube ich, gefunden, was ich schon immer gesucht habe. Endlich jemanden, der dich mal richtig von den Socken haut. Und ist jetzt so, ne? Und wisst ihr, was mir dann in den Sinn gekommen ist? Ich finde irgendwie, und jetzt wirklich halten mich jetzt manche für bekloppt, aber irgendwie finde ich, dass Maurice und der Papa von Kim, dass die sich ein bisschen ähnlich sehen. Könnte so Maurice in älter sein. So ein bisschen wenigstens. So das Lächeln und die Augen und so, wenn er lächelt. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ob ihr mich jetzt für völlig Banane haltet, wir werden sehen. Und, ja, ich glaube, da kriege ich auch das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht. Das ist so richtig unangenehm, wenn ich irgendwie darüber spreche, weil es wirklich so unglaublich schön ist. Und dann gibt es natürlich wieder die obligatorische Monogamie-Frage. Das scheint eine Wichtigkeit zu sein, die da herrscht. Nee, also ich teile meinen Mann eigentlich ungern. Und das eigentlich kann ich auch weglassen. Ich teile meinen Mann nicht. Und ich möchte Kim, also ich merke auch langsam, ich möchte ihn auch einfach nicht mehr teilen. Das ist dieses Gefühl in der Villa, dass da noch zwei andere sind, wo ich sage, nee, könnt ihr nicht hier Koffer packen und gehen? Ich möchte diesen Mann haben. Okay. Naja, klar. Also, finde ich völlig logisch. Ich glaube, dass Kim jemand braucht, der ihm auch so ein bisschen die Stirn bieten kann. Und das kann Maurice nicht. Also, das ist ja nur ein Ja-Sager. Und das hat Kim ganz am Anfang schon erklärt, dass er sowas nicht will. Und deswegen verstehe ich nicht, warum er noch da ist. Aber gut. Ich glaube, er findet ihn halt einfach hot. Aber wie lange hält das? Ja, das. Die anderen wissen halt aber auch nicht, wie die Dates zwischen Kim und Maurice abgelaufen sind. Also Maurice, ja, redet ja auch nicht so viel in der Villa. Und ich habe so das Gefühl, die können alle nicht so richtig greifen, dass zwischen den beiden wirklich was ist und können das überhaupt nicht einordnen. Also so kommt es mir zumindest vor. Gab es denn schon mehrere Beziehungen jetzt so vorab? Das ist das größte Problem. Also ich hatte bisher noch gar keine Beziehung. Okay. Ich habe natürlich auch die Angst, dass es ihn halt abschreckt, dass er sagt, okay, der hat keine Beziehung gehabt, der hat keine Erfahrung, der hat sich vielleicht noch nicht ausgelebt. Und ich weiß, was ich will und ich habe mich ausprobiert. Aber da hat Kim ja schon gesagt, sieht da gar kein Problem drin, ne? Beim ersten Date, könnt ihr euch erinnern. Das ist irgendwie wie in so einem kitschigen Disney-Film, der noch nicht verfilmt worden ist. Gibt es eigentlich schon einen Disney-Film mit einer homosexuellen Liebesgeschichte? Wird langsam Zeit, oder? Also es ist irgendwie, ich weiß nicht, also ich glaube, mein Gesicht spricht für sich, wenn ich den Namen nur höre. Das ist halt, und wenn ich ihn sehe und wir haben ja bisher immer das Glück gehabt, wenn wir uns gesehen haben und kurz die Zweisamkeit hatten, dass dann auch der ein oder andere Kuss gefallen ist. Mhm. Und also innerlich, ja. Wirklich, ich weiß nicht, was er mit mir angerichtet hat, aber das ist, es ist wirklich sehr, sehr kitschig. Mhm. Und ich denke halt immer so, boah, Maurice, ey. Was passiert hier gerade? Und es ist aber auch unglaublich schön, dass ich halt jetzt auch merke, okay, da sind nicht nur Schmetterlinge, sondern... Da kommen Gefühle. Du hast dich verliebt. Schön. Ja. Was ich sehr schön finde an Maurice ist, dass er einfach sehr, sehr offen über Gefühle reden kann. Also der schämt sich für nichts, der haut einfach raus. Und man muss ja bedenken, er weiß ja, dass das Ganze im Fernsehen ausgestrahlt wird und dass das sehr viele Leute sehen. Und er weiß ja nicht, wie es am Ende ausgehen wird. Maurice hat einfach erzählt, was sein Herz ihm sagt. Ich habe mich gefreut, euch kennenzulernen und hoffe, dass wir uns vielleicht wiedersehen. Man weiß es nicht. Ja, genau. Aber es war trotzdem schön, dich kennengelernt zu haben. Darf ich euch noch mal drücken? Das darfst du. Ich wünsche dir alles Gute. Ich glaube,
Ich konnte ganz gut. Der Papa und Maurice, ich fühl's bei den beiden richtig. Verdeutlichen, was in mir vorgeht, was mein Herz sagt und dass ich wirklich Gefühle für Kim habe. Also wer das jetzt bisher immer noch nicht begriffen hat, dem kann ich jetzt auch nicht helfen. Lieber Thomas, lieber Robin, lieber Maurice, wir haben uns sehr gefreut, jeden einzelnen von euch kennenlernen zu dürfen. Die Eltern dürften sich jetzt einen von den Guten aussuchen, der ein Einzeldate mit Kim bekommt. Unser Sohn hat wirklich einen guten Geschmack. Für heute möchten wir dir, Robin, noch die Möglichkeit geben, mehr Zweisamkeit mit Kim zu verbringen. Wir wünschen euch eine entspannte Zeit. Oh! Ich habe das Gefühl, die Mutter war richtig Fan von Robin. Und die ist das Zugpferd. So. Ich verstehe es aber wirklich nicht. Ich weiß halt wirklich nicht mehr, was ich machen soll. Ich bin halt wirklich jetzt an einem Punkt, wo ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Und ja, für Thomas? Eher so semi-geil, ne? Bauchgefühl würde ich fast sagen, sie haben Thomas ausgewählt. Schön wäre es gewesen, dann hätte der auch mal ein Einzeldate gehabt. Aber es ist Robin. Hallöchen. Mich wirst du so schnell nicht los. Gott sei Dank. Wer hätte gedacht, dass ich hier heute vor dir stehe? Im nächsten Leben. Komm rein. Okay. Aber lieb, wir massieren uns. Mhm. Gegenseitig. Oh. Mhm. Und danach genießen wir noch ein wenig die Zeit. Ach ja, die Massage, ne? Bis ich da vor deinen Eltern stand, mir ist so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht. Und soll ich noch was sagen? Was denn? Ich hab's gehört. Alles? Alles. Oh Gott. Das war doch klar, Leute. Ja? Ja, aber dafür, dass du so große Pranken hast, bist du ganz schön sanft. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Ja gut, wir kommen ja noch in den Faktor, wo ich gleich auf dich raufsteige. Ach so, sehr gut. Ja, so eine Massage ist dann auch noch mal so körperlich auf alle Fälle eine Annäherung. Ist toll, ne? Ich mach das richtig gut, oder? Es ist wirklich ganz angenehm. Findest du? Mhm. Ach Mensch, ich wusste, ich bin Naturtalent. Ist ja ein sehr, sehr attraktiver Kerl. Natürlich will man da mal aufsatteln. Bitte was? Hat er nicht gesagt. Dates heißen nichts. Ja, aber ich krieg halt gar nichts. Ich glaube, Thomas hat aufgegeben. Was ich verstehen kann, ich hätte wahrscheinlich schon die Folge davor aufgegeben. Es ist alles ein bisschen arg enttäuschend für ihn, also seine Perspektive. Ich versauere halt hier so ein bisschen. Aber ich weiß auch nicht mehr, was ich machen soll. Ja, stell dir einen rein, mach den guten Cocktail und dann lass die Sau raus. You sexy motherfucker. Und dann muss Robin auch schon wieder gehen. Ich muss mich leider schon verabschieden. Aber einen Kuss kriege ich noch. Den kriegst du. Und wir kommen zur Gentleman Night. Ist das jetzt die letzte Gentleman Night? Ich glaube schon. Gestartet mit dem in der Intention, ich habe heute mein Einzeldate. Ja. Und kam dort an und war so, nein, habe ich nicht. Hast du mir wahrscheinlich auch angemerkt. Ja. Aber es war so ein entspanntes Gespräch und war auch so, war halt echt easy. Dennoch war ich überrascht. Von was? Von dir. Das war nochmal so eine andere Seite, fand ich wieder. Was habe ich denn gesagt? Nicht, ich kann dir noch nicht mal sagen, also es war noch nicht mal das, was du gesagt hast, ja. Sondern irgendwie so dein komplettes Auftreten. Und ich dachte, oh, Thomas, also das, die Seite kenne ich auch noch nicht von dir. Wirklich? Ich dachte, ja. Ich war genauso mit dir die ganze Zeit. Nee, noch anders, aber es war gut. Also, wo ich nur gedacht habe, okay, das kenne ich so auch noch nicht. Die lachen auch schon wieder so viel. Der kriegt das auch nicht gebacken, jetzt einfach mal ran an die Buletten. Thomas ist vor uns immer sehr direkt und sagt, er weiß, was er will. Er möchte das, er möchte dies. Und Kim kann das nicht mit ihm machen. Und er hat ein Einzeldate verdient. Und ich habe immer das Gefühl, wenn die beiden da miteinander reden, es ist wieder so ein Wischi-Waschi-Talk, wo dann mal ein bisschen gelacht wird. Mhm. Und dann denke ich mir so, hab doch einfach mal die Eier in dem Moment. Und das, was man immer so mitbekommt, ist so... Ja. Er ist so sehr gefiltert vor dem Prinzen. Also er versucht das auch so anzusprechen, aber so richtig auf die Kacke hauen tut er nicht. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass er wahrscheinlich auch einfach den Prinzen am Ende des Tages doch nicht so gut kennt und dann einfach ein bisschen vorsichtiger ist mit dem, was er sagt, weil das natürlich auch unschöne Konsequenzen haben kann. Wobei jetzt denke ich mir auch so alles oder nichts, ne? Ist jetzt eh. Der Drops ist ja eigentlich fast schon gelutscht. Ich weiß auch langsam nicht mehr, was ich machen soll.
Auf die Entscheidung meiner Eltern hatte ich leider keinen Einfluss. Nee, das war ja klar. Ich will jetzt ja noch nicht sagen, dass ich enttäuscht bin oder sonst was. Das ist ja, wie gesagt, heute war es nicht deine Entscheidung. Ja. Aber ist so, wenn dir so alle irgendwie so vorbeiziehen und jetzt hatte halt Robin irgendwie schon 2 Einzeldates und ich bin so, ja, ich sitze mal hier, ne? Wir haben hier so die 5-Minuten-Gespräche und das war's. Da sagt das ja eigentlich schon. Naja, und dann knutschen sie halt wieder rum, ne? Leute. Danach folgt ein Gespräch mit Maurice, wo der Prinz sich, finde ich, schon sehr öffnet. Ich merke halt einfach, dass ich mittlerweile wirklich Schiss habe, verletzt zu werden. Ich denke ja, dass der Prinz einfach auch Gefühle entwickelt hat für Maurice und dass er Angst hat jetzt, dass Maurice doch keine echten Gefühle hat. Aber wenn er diese Einzelinterviews im Nachhinein sieht, ich glaube, da bleibt kein Zweifel offen, ne? Geh wieder raus. Wollt ihr nochmal Danke sagen? Ich fand es sehr, sehr schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es auch schön, deine Eltern kennenzulernen. Ich fand es auch, also ich fand es echt schön und entspannt einfach. Und ich glaube, wir haben die Zeit gut genossen. Definitiv. Ich bin vor allem dir auch so dankbar, dass ich ja trotzdem auch so viele Dates, auch wenn es Gruppendates war, diese ganzen Experiences mitmachen konnte. Das ist schon sehr toll gewesen. Dafür danke ich dir. Gerne. Kommen wir nun zur Entscheidung und danach auch endlich zum Finale. Ich mach's kurz und schmerzlos. Sehe uns leider nicht zusammen. Ich glaube, es hat keinen überrascht, dass Thomas gehen musste. Der arme Kerl, wirklich. Der tat mir wirklich ein bisschen leid, die letzten 2 Folgen, weil ich mir so dachte, der Prinz wusste nicht so richtig, wohin mit Thomas. Jetzt musste er auch noch die Eltern kennenlernen, bevor er überhaupt ein Einzeldate jemals hatte. Naja, Leute, it's time for the final countdown. Let's go. Hingekommen und hatte halt, oh Gott. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Maurice geht da Arsch auf Grundeis jetzt, ne? Also so gefühlstechnisch, weil jetzt geht's ans Eingemachte. Ja, als ich hier angekommen bin, war ich der kleine, schüchterne Maurice, der Angst hatte, Gefühle zuzulassen, der Angst hatte, auch mal die Initiative zu ergreifen, der in sich gekehrt war, verunsichert war und Angst hatte, verletzt zu werden und Angst hatte, das Herz zu öffnen. Und wenn ich jetzt sehe, wie ich hier sitze, das ist krass. Also ich bin so extrem um hier hinausgewachsen. Stimmt schon. Am Anfang hätten wir ja alle Maurice überhaupt nicht als Favoriten gesehen. Also ich war so überrascht, als er zum Einzeldate eingeladen wurde. Also schon ein gutes Gefühl und auch irgendwie ein erleichterndes Gefühl, nach dieser ganzen Reise jetzt vor den Finaldates zu stehen. Das ist, finde ich, auch so ein Zeichen, dass der Prinz sich eigentlich schon längst entschieden hat. Der will einfach nur, dass es jetzt vorbei ist, so. Hallöchen. Guck mal, die begrüßen sich schon wie ein Pärchen. Ja, wir werden heute eine Quad-Tour machen. Schön durchs Gelände hier knattern. Und im Anschluss werden wir einen Olivenbaum pflanzen. Und dann einfach noch ganz entspannt die Zeit genießen, den Abend ausklingen lassen. Oh, finde ich cool. Freue ich mich drauf. Ist ein süßes Date, finde ich. Ob das ein schlechtes Omen ist, Leute? Lebt er noch? Klar. Es kann nicht immer alles gut laufen. Ja. Ich mag's. Ja. Magst du Hamburg? Wie kommst du jetzt auf Hamburg? Der fragt Maurice, ob er Hamburg mag. Das ist für mich Zukunftspläne schmieden im Kopf. Weil der selber Hamburg wahrscheinlich gut findet und checken will, ob die beiden vielleicht eventuell irgendwann in naher Zukunft zusammen vielleicht nach Hamburg gehen sollten. Ja, okay. Ich war mit meiner Schwester in Hamburg und dadurch ist die Stadt ja auch direkt am Wasser. Und wenn man dann unten durch den Hafen spaziert, ist es halt irgendwie auch so ein Stück weit Urlaub. Also es hat sich wie Urlaub angefühlt. Und Hamburg ist schon wow. Warum? Weil ich finde, Hamburg ist, also eine Freundin von mir wohnt da jetzt seit 3 Jahren und sie sagt immer,
egal, wenn sie in der Stadt ist oder durch Hamburg läuft, für sie ist das immer noch wie Urlaub. Und ich finde halt auch, jedes Mal, wenn du in Hamburg bist, ist es halt einfach immer so, als wenn du Urlaub machst. Es ist schon ein bisschen schön, wenn man so merkt, dass man so auch den ähnlichen Wortlaut verwendet und so für gewisse Dinge und die gleichen Bezeichnungen. Immer so Momente, wo man denkt, okay, man kennt sich vielleicht schon länger, aber dann eigentlich doch nicht. Und ich weiß nicht, es matcht einfach. Ich finde, Percy ist ein guter Name. Percy steht so ein bisschen für Prince Charming. Ja, dann sagen wir Percy. Ich werde ein bisschen emotional heute, glaube ich. Das Baumpflanzen war gut. Er kann anpacken, sagen wir mal so. Das ist ja auch nicht verkehrt. Währenddessen gibt es in der Villa, wie in jeder finalen Folge, eine Überraschung für den jeweils anderen. Oh, Gottes Willen. Oh, wieso Gottes Willen? Oh, mit der hätte ich ja jetzt am wenigsten gerechnet. Ach, die Mutti. Ich freue mich. Es war sehr, sehr schön, mit Mama zu quatschen. Das ist tatsächlich die Person, die ich auch gerade am meisten mit vermisse. Das ist die Mama von Robin. Ja, irgendwie sehr viel dramatischer, als man dachte irgendwie am Anfang. Weißt du, man denkt, man geht hier so rein, schaut mal und dann, ja, und es ist irgendwie dann doch sehr emotional. Ich weiß auch nicht, sehr komisches Gefühl. Wie ist der Prinz? Toll, ist ein toller Mann. Du weißt ja auch nicht, wie er aussieht, ne? Oder wie er ist. Nein. Nee, Nein. Ist fast 2 Meter groß, langes blondes Haar, lange Haare, durchtrainiert, toller Mann auf alle Fälle. Ja. Oh, ich bin einfach gerade richtig aufgewühlt. Das ist irgendwie so ein Gefühlschaos und man weiß nicht, was man will, wo man es will. Es sind einfach so viele Eindrücke gerade auf einmal. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, Robin hätte eher Angst davor, wenn er das Ding gewinnen würde. Weil er, glaube ich, selber nicht wüsste, ob er die Erwartungen erfüllt, die die Leute haben, die diese Sendung gucken, also wir, die so denken, am allerbesten ist es natürlich, wenn die beiden am Ende ein Paar sind. Und ich glaube, da sind die noch gar nicht. Ich habe das Gefühl, dass der Druck von allen Seiten immer mehr steigt. Ich habe das Gefühl auch, ich muss halt Erwartungen erfüllen. Und ich finde das so schwierig, wenn man was fühlt. Und deswegen habe ich dann auch wie so einen Kloß im Hals, weil ich einfach manchmal auch nicht genau weiß, wo die Reise hingeht und nicht immer genau weiß, was ich will und das selber erst sehen muss, was ich brauche, was ich will, was da sein kann. Zurück zum Date. Ich bin italienische Musik. Tomato, Pizza, Tomato. Amore. Einfach auf dieses Teil, sagtest du? Ja, genau. Was auch ist knüppelheiß. Die Herzpizza mit Modern zu backen, das war schon wieder so kitschig süß irgendwie. Backen sind natürlich auch noch eine kitschige Herzpizza, ist ja klar. Und alle unglücklichen Singles kotzen gerade im Strahl. Es ist toll. Was willst du da jetzt noch toppen, Leute? Ich wollte ja immer jemanden haben, der mich auch mal in den Arm nimmt. Und obwohl Mo kleiner ist, fühlt es sich für mich nicht schlecht an. Boah, und die Kameraperson so geil. Gegenlicht, Sonnenuntergang, bestes Bild. Hat gerade 1 Milliarde Glücksgefühle, glaube ich, in mir. Ich finde, es könnte nicht besser sein. Jetzt bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie das Date mit Robin dann wird. Ja, natürlich. Und wie auch sonst muss der Finalist dann auch einen Brief schreiben an den Prinzen. Und das macht Robin dann in der Villa. Ich habe schon viel mitgemacht, es waren viele unschöne Sachen. Und deswegen fällt es mir auch wahnsinnig schwer, so Gefühle zuzulassen. Und es wirkt manchmal wie so ein kalter Eisblock. Ist es aber nicht. Ich bin tatsächlich eher der das so in sich reinfrisst und der dann eher so still in sich gekehrt das mit sich ausmacht. Bisschen wie Mehl. Ich finde ehrlich gesagt, die Dates sind erst richtig gut, wenn man Essensdates hat, wo man wirklich auch Essen isst, was man nicht schön essen kann. Genau das sind die guten Dates, Leute. Fuck, habe ich das Bügeleisen eigentlich ausgemacht? Ach du Kacke. Geh mal rein. Die können sich gar nicht mehr halten, Leute. Die müssen jetzt flink müssen die rein. Die Nacht war
ein Traum. Also wirklich, der Abend, die Nacht, wir haben viel geredet, viel geknutscht. It's nice in the morning, got the sun. Ich hab nichts an. Got the sun. Du hast auch nichts an. Ja, da wurde gebimst, Leute, ne? Nein, wenn ich jetzt gleich weiterziehen muss. Du bist es. Scheiße, ey. Dass Maurice beim Frühstück angefangen hat zu weinen, kann ich voll und ganz nachvollziehen, weil letzten Endes er ist sich der Sache bewusst, dass noch ein weiterer Mann im Spiel ist, um mich, für mich. Und ich glaube, das ist eine Situation, die ist für ihn nicht einfach, aber für mich ebenfalls nicht. Ich will nicht, dass es endet. Und ich hoffe einfach, dass ich das in ihm auch in den letzten Stunden auslösen konnte und dass er das gesehen hat, dass ich das ernst meine. Ich glaube schon. Ich bin schon wieder falsch angezogen. Ich merke es schon wieder. Schön, dich zu sehen. Ebenfalls. Oh, hi. Kommen wir nun endlich zum Finaldate mit Robin. Wir werden eine Bootstour machen und werden schnorcheln gehen. Schnorcheln? Habe ich auch noch nie gemacht. Ja, okay, ich auch noch nicht. Und später gibt es noch eine zweite Überraschung, aber die verrate ich noch nicht. Geil, ich liebe Schnorcheln, beste. Am hoteleigenen Hafen können Sie sich natürlich auch ein ganz eigenes Motorboot für schöne Stunden zu zweit ausleihen. Ich merke, dass ich eine große Anziehung zu Robin habe. Ich finde ihn wahnsinnig attraktiv. Ich bin gerne in seiner Nähe. Ich habe bei denen einfach eher so Freundschafts-Vibes. Ich weiß es nicht, aber nicht so richtig diese romantischen wie bei Maurice. Wisst ihr, was ich meine? Die nächste Robin hat eine sehr, sehr gute Figur wieder in seiner kleinen Badehose gemacht. Und ich meine, er hat einen bombastischen Körper. Und es war schön, mit ihm auf den Grund zu tauchen. Ich würde am liebsten sagen, wir haben Schildkröten, Wale, Haie, Rochen gesehen, aber es ist leider ausgeblieben. Aber auch die Steine waren sehr schön. Auf Kreta sieht man meistens nicht so viele Fische beim Schnorcheln, aber dafür ist das Wasser sehr, sehr klar, Leute. Der Grund und die Sonne, die auf uns strahlt. So muss es sein. Und dann fällt mir aber auf, oh verdammt, die Wellen sind ganz schön stark. Und ich werde so langsam seekrank und schaue ihm die ganze Zeit in die Augen. Und ich denke so, und irgendwann so, oh Gott. Mir wird gerade so schlecht hier. Oh nein. Muss ich Spuckerle machen? Das noch nicht, aber es ist gerade wie Autofahren. Ich bin gerade die ganze Zeit so, Auch geil, wenn du so rumknutschst und dann merkst du so, fuck, mir wird übel. Vor diesem Bildschirm konnte halt schon direkt meine beste Freundin erkennen. Hello. Hola. Alles klar? Auch nicht fein, dann muss ich auch freuen. Wie geht's dir? Gut. Ja. Oh Gott. Gut, du weinst, geht's dir gut? Aber so diese Bezugsperson, wo man sich einfach mal, wo ich mir halt auch einfach mal mein Herz ausschütten kann. Ja, erzähl doch mal. Ja, was möchtest du wissen? Hä? Wie er aussieht, Alter. Ja, groß gebaut, muskulös, blonde, lange Haare, Bart, strahlenweiße Zähne. Ich freue mich, den irgendwann mal kennenzulernen. Oh, ich hätte das niemals gedacht. Ich dachte, das wäre einfach nur so ein Abenteuer. Und jetzt sitze ich hier und sage einfach, ey, ich habe mich in diesen Mann verliebt. Also stell dir das mal vor, weil es im TV. Das ist schön, das freut mich. Ja. Ich will ihn jetzt nur noch einpacken und euch vorstellen. Maurice ist einfach richtig drin, ne? Der will das. Das Ganze hier darf einfach nicht kaputt gehen. Wenn ich da sitze und einen Brief verfassen muss, dann ist es so... Eigentlich möchte ich so viel erzählen, dass es, glaube ich, eine Trilogie wird. Ich rühre vor jeder Deutschschulaufgabe und in general vor jeder WhatsApp-Nachricht. Mir wurde mal gesagt, wenn du mit deinem Partner in den Urlaub fährst, solltest du morgens übereinander herfallen, weil meistens abends nach Strand, Pool und Sonne hast du keinen Bock mehr da drauf. Ich muss sagen, bei mir ist tatsächlich auch so oder so morgens eher. Ja, aber abends bin ich dann auch meist zu müde. Echt? Oh nee, morgens kannst du mit mir nichts anfangen. Echt so? Es ist natürlich schlecht, wenn die beiden das so unterschiedlich handhaben. Extreme Phase in Berlin, weil jeder, der nach Berlin zieht, gefühlt
eskaliert erstmal. Ich glaube, sexuell habe ich mich über die Jahre schon ausgelebt. Mhm. Wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, nein, ich habe vor allem viel geflirtet. Das war gar nicht, dass jetzt alles irgendwie... Mhm. Ich mache immer auf wildes Leben und Künstlerdasein, aber andererseits bin ich auch totaler Spießer. Das finde ich halt auch so ein bisschen schön, wenn man weiß, man könnte die wilde Partymaus sein und man hätte damit keine Probleme, aber man unterm Strich auch sagt, ey, nee, komm, hier, um 18 Uhr zu Hause zu sein, auf der Couch zu sitzen oder das Essen vorzubereiten, ist halt auch schön. Robin ist wirklich ein Mann, der sich ausgelebt hat und somit jetzt seinen Standpunkt hat und vollends lebt. Ich weiß nicht so richtig, ob bei manchen Leuten das nur so eine Phase ist oder ob das einfach auch zur Persönlichkeit gehört, dass man einfach immer sehr extrovertiert ist und nach außen gehend. Hattest du mal so eine wilde Phase, sexuell oder partymäßig? Also ich sag mal, die Zeit gab es auch. Sexuell. Well. Well, bestes Wort, ja. Da war einiges los. Ja. Aber das war auch okay. Und ich finde, dadurch habe ich halt auch gelernt, was möchte ich und was möchte ich nicht. Ich habe immer gesagt, ich so priorisiert Monogamie, aber ich möchte niemals nie sagen, weil wenn ich irgendwie mit meinem Partner 10 Jahre zusammen bin und irgendwie weiß man, okay, da ist eine Sicherheit, da ist alles cool, dann würde ich, glaube ich, immer sagen, lass uns darüber sprechen und dann sehen wir weiter. Total. Weil manchmal ist es ja doch schon so ein bisschen Ruf, Klischee irgendwie bei Schwulen, dass es eine offene Beziehung ist. Das ist immer offen, ja. Ich glaube aber, das liegt gar nicht unbedingt daran, weil jetzt jede schwule Beziehung offen ist, sondern eher, da eine homosexuelle Beziehung ja eh schon ein neues Lebensmodell ist, zu dieser klassischen Rollenverteilung Mann und Frau, monogam in einer Beziehung. Und ich glaube, weil man eh schon weiß, ach, wir sind von diesem typischen gesellschaftlich anerkannten Rollenbild eh schon weg, können wir auch ein bisschen mehr probieren. Und ich glaube, deswegen geht das eher in so eine Richtung. Ich finde, das ist voll der gute Gedankenansatz und macht meiner Meinung nach auch richtig viel Sinn. Wird es heute passieren? Dann wird wieder natürlich wie wild rumgeknutscht, Leute. Und jetzt schalten die einfach weg. Ich fass es nicht. Hier sieht man ja gar nicht, wie die jetzt reingehen. Was ist denn jetzt gelaufen hier? Also wir hatten wirklich einen tollen Abend gestern, tolle Gespräche und einen schönen Morgen. Auf den letzten sonnigen Morgen. Crazy, ne? Wie schnell die Zeit schon wieder rumgegangen ist. Wahnsinn. Schmeckst nach Insektenmittel. Kommen wir jetzt wirklich zur Entscheidung. Und natürlich liest Kim jetzt erstmal die Briefe. Lieber Kim. Auszudrücken, wie ich mich gerade fühle, ist definitiv nicht meine Stärke. Ich sehe gerade schon, wie du innerlich die Augen verdrehst, da ein Brief wohl die kitschigste Art ist, über das, was wir hier erlebt haben, zu philosophieren. Wenn ich an unseren ersten Tag zurückdenke, muss ich immer wieder lachen. Der Moment, als du als Kandidat die Villa betreten hast, dieser Moment war mein Untergang. Die letzten Wochen waren das krasseste und wohl emotional aufwühlendste Erlebnis der letzten Jahre für mich. Noch nie habe ich mich öffentlich so gezeigt, wie ich wirklich bin, was sich mit diesem Abenteuer geändert hat. Unseren ersten Kuss unter dem Sternenhimmel werde ich niemals vergessen. Als du mich dann fragtest, ob ich bleiben möchte, zündete in mir ein Feuerwerk. Es war zu schön, um wahr zu sein. Was das zwischen uns beiden genau ist, kann ich dir noch nicht genau sagen. Ich kann dir allerdings sagen, dass ich mich in deiner Nähe wohlfühle, es liebe Zeit mit dir zu verbringen und nach wie vor gerne herausfinden würde, was das mit uns noch sein kann. Durch dich habe ich gelernt, Gefühle zuzulassen, auch mit dem Gedanken, verletzt zu werden. Ich habe meinen Kopf ausgeschaltet und mein Herz sprechen lassen. Auch wenn ich Angst habe, möchte ich dir nochmal sagen, dass ich Gefühle für dich entwickelt habe, dass ich mich in dich verliebt habe. Ich danke dir für die Zeit und dass du es geschafft hast, dass auch ich versuche, weniger in Schubladen zu denken und offener für Neues zu sein. Was ich aber kann, ist in etwas zu investieren, was sich gut anfühlt und Kompromisse zu schließen, damit etwas auch funktioniert. Auch wenn wir aus völlig verschiedenen Welten kommen. Ich bin dir für jeden Moment dankbar und danke dir vom ganzen Herzen für diese emotionale Reise. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit. Dein Robin. Möge das Glück und dein Herz auf unserer Seite sein und sich für uns entscheiden.
Ich hab dich lieb, dein Little Mo. Ich finde, beide Briefe sind sehr authentisch und sehr ehrlich. Nichtsdestotrotz, für mich ist die Sache klar, Leute. Auf geht's. Ich trenne jetzt noch wenige Schritte, bis ich vor Kim stehe. Kleiner Maurice. Du bist mir am ersten Tag schon aufgefallen. Ich hätte das zum Beispiel am Anfang gar nicht gesehen, dass der Prinz so auf Maurice geschaut hat. Aber wenn er es sagt... Please keep me close to you. Hübscher Kerl. Am Anfang bist du ziemlich untergegangen. Schönen Abend, Männer. Wir sehen uns gleich. Und ich habe andere Männer gedatet und auch geküsst. Du warst dann einer mit der Letzten oder der Letzte, der ein Gruppendate bekommen hat. Und da hast du dich auch noch mal wieder ordentlich zurückgenommen. Maurice. Ja, bin auch noch da. Ja. Bin halt nicht so dieser Mensch in dieser großen Runde. Ich habe mich dann gefragt, warum du überhaupt hier bist und auf was du letzten Endes wartest. Ich habe Gänsehaut, Leute, jetzt schon. Dann hast du deinen Mut noch mal zusammengenommen und hast das Gespräch mit mir gesucht. Schön, auch mal mehr von dir zu erfahren. Das war der Moment, wo mein Interesse auf jeden Fall gewachsen ist und ich dich abends noch zu einem Essen in meine Villa eingeladen habe. Das war der Moment, weil ich habe mich immer gefragt, woher kam das, dass er Maurice auf einmal auf ein Einzeldate eingeladen hat. Das war der Moment, Leute. Alles in mir fing an dem Abend an zu kribbeln. Unsere Stimmen wurden immer leiser. Und der Flirt immer heißer. Eigentlich war es da schon klar, Leute. Ich habe diese Nacht sehr mit dir genossen und am nächsten Morgen dir dieses Steinherz gegeben. Aber damit sind auch Sorgen bei mir aufgekommen. Ob du mit 22 nicht doch zu jung für mich bist. Aber warum fragt er sich das zum Beispiel bei Robin nicht? Der ist doch auch nur 23, also ein Jahr älter. Dann hatten wir unser Final-Date, sind über die Wellen des Wassers geritten und ich dachte nur so, mit Robin, das ist echt Abenteuer pur. Bei unserem Final-Date ist es letzten Endes so gewesen, dass wir über den Dächern von Kreta standen. Das könnte nicht besser sein. Ich halte es ehrlich gesagt gerade nicht mal aus, Leute. Für mich war es wunderschön. Aber ich habe mich dann gefragt, ist das romantische Anziehung oder ist es der Beginn einer Freundschaft? Das haben die sehr, sehr geschickt geschnitten. Man weiß nie, zu wem man was sagt. Ich möchte dir etwas geben, was dir gehört. Oh Gott, Maurice, das zerreißt mir gerade das Herz, ne? Es ist Zeit, über meine Gefühle zu sprechen. Ich mag dich wirklich sehr. Aber ich habe zu wenig Gefühle entwickelt. Und mein Herz geht an Maurice. Oh, mein Herz, Leute, mein Herz. Ich kann nie mehr. Ich dachte gerade wirklich... Oh Gott, ich dachte... Oh Gott. Das haben die sehr raffiniert geschnitten. Props an den Schnitt, Leute, ey. Krass. Ich musste somit heute leider die Krawatte abnehmen. Und ich weiß, auch wenn das wirklich so abgedroschen und floskelnhaft klingt, würde ich mir wirklich wünschen, wenn aus diesem Ganzen hier eine Freundschaft wird. Das kriegen wir definitiv hin. Oh, Robin. Ich danke dir für alles. Gründe, woran man das beschreiben kann, sondern man muss im Endeffekt einfach auf sein Herz hören. Und das hat Kim dann letztendlich getan. Das respektiere ich auch. Natürlich geht Robin wie immer mit allem sehr souverän und erwachsen um, aber wir hätten alle nichts anderes erwartet. Robin, das war wirklich schön mit dir. Maurice, ich bin verliebt in dich. Und ich kann mir eine gemeinsame Zukunft mit dir vorstellen. Und frage dich,
Ob du. Gott, ist das schön! Oh, meine Güte, ist das schön! Ich heul hier gleich! Ist das ein Ja? Mir hätte es jetzt ehrlich gesagt echt das Herz gebrochen, wenn Maurice jetzt einen Korb bekommen hätte. Also, das wäre jetzt schon krass gewesen. Ich muss euch sagen, bei keiner Dating-Show habe ich Gefühle so krass durch diesen Bildschirm gespürt. Alter Verwalter! Wenn mich viele Punkte in der gesamten Staffel gestört haben, muss ich sagen, dass ich finde, dass die beiden wirklich ein so schönes Pärchen abgeben. Und ich wünsche denen wirklich, dass die noch zusammen sind und dass das jetzt wirklich ein Happy End ist. Und ob das so ist, das erfahren wir nächste Woche bei der Wiedersehensshow. Ich freue mich unfassbar, dass ihr alle da seid. Und wir werden nochmal alles Revue passieren lassen und einfach auch alles klären, was bislang noch nicht geklärt werden konnte. Mal gucken, was das hier für ein Abend wird, ne? Das war halt wirklich eine unglaublich anstrengende Zeit. Pass auf, gleich weiter wieder. Pass auf, gleich weiter. Oh. Ja, freu dich. Aber ich habe viel gehört, auch in den Medien und von YouTubern, dass Maurice sehr eifersüchtig war in der Beziehung. Mir ist es scheißegal, was andere hier von mir halten. Au! Leute, bitte, reißt euch zusammen. Ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das, was du da gemacht hast, echt gewesen ist. Ich hatte wirklich Gefühle. Mit dem heutigen Abend endet für mich Prince Charming. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren von mir, dann verpasst ihr nichts mehr. Hier gibt es ein weiteres Video. Ich gehe mich jetzt um meine Gänsehaut kümmern und wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend. Tschüss!